Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Tilman Frey. Ich bin einer der beiden Pastoren in der Evangelischen Freikirche in Querum in Braunschweig. Eurer Muttergemeinde sozusagen, habe ich mir sagen lassen. Vor langer, langer Zeit kamen Menschen nach Wolfsburg, haben sich investiert in die Menschen, die hier wohnten, und schaut, was für eine Frucht entstanden ist. Wie schön diese Gemeinde geworden und gewachsen ist. Und ich freue mich, dass ich euch grüßen darf von den Braunschweigern und dass wir heute gemeinsam hier Gottesdienst feiern dürfen. Ich wohne in Fallersleben. Wir sind alte Wolfsburger. Ich bin hier aufgewachsen auf dieser Wiese. Als das Haus noch nicht stand, habe ich Fußball gespielt. Also ich bin verbunden mit diesem Ort, mit dieser Stadt, und mein Herz, ein Stück meines Herzens natürlich, ist und bleibt immer hier. Von daher freue ich mich, dass wir heute hier sein können mit euch, mit meiner Familie, meine Frau, die beiden Kinder sind da hinten, und wir Gottesdienst feiern können. Christus allein, die Hoffnung für die Welt. Christus allein soll das Thema heute sein. Wir haben es schon ein bisschen anklingen gehört, Alicia, von dir, durch das, was Paulus erlebt und betont hat, und durch die Lieder immer wieder. Und ich finde es unglaublich spannend, diese beiden Worte in unserer Zeit zu sagen. Christus allein. In einer Welt, die pluralistisch ist, in der glücklicherweise jeder denken und sagen kann, in unseren Breitengraden, was er denkt und erkannt hat und für richtig hält. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Meinungsvielfalt. Diesen Satz hineinzusprechen, der alles andere als pluralistisch ist und alles andere als allgemein zusammenführend, so nach dem Motto, jeder kann sein Ding machen. Da ist eine Engführung, Christus allein. Kann man das heute sagen? Ist das nicht eine Zumutung? Ist das nicht ein Ausschluss für alle, die anders denken und anders glauben? Und dann noch zu sagen, die Hoffnung für die Welt hängt an diesem Christus? Was für eine Arroganz? Fragezeichen. Oder was für eine tiefe Erkenntnis? Je nachdem, wo du stehst, wirst du das mit dem einen oder mit dem anderen Ohr hören. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen in diese Frage, die letztendlich darin mündet, dass wir uns fragen, gibt es eine letzte Wahrheit in dieser Welt? Nicht alles und jeder und irgendwie ist alles so ein bisschen wahr, je nachdem, aus welcher Sicht man guckt, sondern gibt es eine letzte Wahrheit? Und ist Jesus Christus wirklich ihr einzig verlässlicher Repräsentant? Wenn es so wäre, wäre er die absolute Orientierungsfigur für diese Welt und für dein Leben. Ist in ihm die Hoffnung der Welt? Können wir heute so reden? Wenn wir Jesus zuhören und verstehen, was er wollte, was ihn erfüllte, und ich möchte heute darüber sprechen, dann glaube ich, können wir so reden. Vielleicht lässt du dich mitnehmen. Und ich möchte einsteigen in diese Gedanken mit der Frage, die so ganz anders ist. Nämlich, bist du eigentlich ein guter Schenker, eine gute Schenkerin? Wie ist das, wenn eine Geburtstagsfeier ansteht, Weihnachten oder sonst ein großes Fest, und du fragst dich, ihr fragt euch, was wird geschenkt? Bei Ehepaaren ist ja oft dann einer so mehr dabei als der andere. Bei uns ist es meine Frau, die mehr dabei ist. Und ich lasse mich dann gerne mitnehmen. Ich bin nicht so ein wahnsinnig kreativer Schenker. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Weihnachten ist ja nun auch schon 2 Monate her. Wow, die Zeit vergeht. Das Jahr ist schon 2 Monate alt, fast. Trotzdem, wie gesagt, bekommt bei jedem großen Fest auch in diesem Jahr wieder die große Frage, was man schenkt und was man geschenkt bekommt. Die Klassiker: Socken, Krawatten, Schmuck, Bücher und Duftendes für
körperliche Pflege jeglicher Art ist natürlich immer im Angebot und immer eine sichere Sache. Und jetzt mal die Frage an euch, an dich. Hat jemand von euch in letzter Zeit irgend so einen Duftstoff geschenkt bekommen? Entweder weil die anderen wussten, das ist dein Duft, oder aus Verlegenheit, was auch immer. Hat jemand mal ein Parfüm geschenkt bekommen in letzter Zeit, was gepasst hat oder auch nicht so gepasst hat? Okay, ich habe auch gerade wieder eins geschenkt gekriegt. Glücklicherweise hat der Schenker sich vorher informiert. Der Duft eines Menschen ist ja immer irgendwie etwas Besonderes, weil ein Duft eine gewisse Botschaft hat. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. In jüngeren Jahren habe ich mal Parfüm verkauft. Ihr kennt das, so Leute, die dann mit so einem Kästchen ankommen und sagen, nee, ist nicht nachgemacht. Das sind alles Duftfamilien, die riechen halt so ähnlich. Ja, Wissenschaft für sich. Also es gibt dann die betörend blumigen Dufte für die lieblichen Ladies. Es gibt die männlich-sportlichen für die jungen sportlichen Männer oder die so wirken wollen. Denn jeder Duft hat ja so eine gewisse Botschaft. Ich habe mal meinen Duft mitgebracht. Der sieht so aus, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich bin ihm treu geblieben. Der heißt Diesel, Fuel for Life. Ein zurückhaltender Name, gebe ich zu. Also Treibstoff des Lebens. Wenn du den morgens auflegst, dann wird der Tag. Dann geht's los. 50 Milliliter, use with caution, also vorsichtig verwenden. Alles klar. Ich glaube, ich habe auch immer nur einmal drauf gedrückt, also sicherheitshalber. Allerdings muss ich sagen, habe ich jetzt den Duft gewechselt. Weil jeder Duft hat ja so eine Botschaft. Und als Wolfsburger Diesel. Vielleicht müsste jetzt draufstehen, Fuel for Lie oder sowas. Also steigen wir nicht tiefer ein in das Thema. Das sind die äußeren Düfte, ja? Dass wir etwas an uns tragen, was wir sagen, das gefällt mir, das mag ich. Ich mag das Frische, dieses Lemon-mäßige, Sportliche, oder ich mag das Gediegene, den schweren Duft für den Abend. So gehe ich in die Gemeinschaft mit anderen Menschen hinein. So möchte ich duften, so möchte ich wahrgenommen werden. Äußere Düfte. Und dann gibt es die inneren Düfte. Die bemerken wir zum Beispiel, wenn wir essen waren und es ordentlich Knofi gab. Am nächsten Tag ist meine Botschaft, gestern war es lecker. Da hilft dann auch kein schickes Parfüm mehr. Vielleicht ein Mundwasser. Manchmal auch nicht mal das. Oder jetzt in der Erkältungszeit, es gibt ja diese Thymian-Kapseln, kennt ihr die? Wenn man die schluckt, das tut gut für die Lunge und so. Und für deinen Nachbarn ist es manchmal so, als ob er in einem Tannenwald steht. Und die Botschaft ist, ich bin krank. Also auch der Duft von innen hat eine starke Botschaft. Er erzählt etwas darüber, was wir zu uns genommen haben. Und auch unser Leben hat eine Botschaft, die aus unserem Inneren kommt. Angefangen mit unserer Körpersprache, wie wir in einen Raum reingehen, ob wir aufrecht stehen, ob wir gebeugt sind. Es sagt etwas über uns. Die Worte, die wir sagen, die Art und Stimmung, wie wir Menschen begegnen, was uns erfüllt, geht auch von uns aus. Sozusagen der Duft unseres Herzens. Und die Verse, um die es heute gehen soll, sprechen genau davon. Ich lese sie aus Kolosser 1, die Verse 26 bis 28. Kolosser 1, 26 bis 28, wer mitlesen möchte. Von Paulus geschrieben, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt,
die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ich möchte in dieser Predigt über die Botschaft sprechen, die Christus in sich trug und wie weitreichend sie war. Und über die Frage, wie diese Botschaft in uns Raum gewinnt. Sie war sein Duft. Sie ging von ihm aus. Man nahm sie wahr, wenn man mit ihm war. Und wie kann diese Botschaft zum Duft unseres Herzens, zum Duft deines Herzens werden? Also, wonach duftete Jesus? Was war seine Botschaft, die er mit seinem Leben, mit seinen Worten, mit seinen Taten, mit seinem Tod und seiner Auferstehung weitergab? Was trug er in sich? Die wichtigste Botschaft, er hat ja viel verkündet, die wichtigste Botschaft, sagte er gleich am Anfang seines Wirkens, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah. Gerade haben wir es gesungen aus Luthers Dichtkunst. Sein Reich bleibt bestehen, oder wie ist da, bleibt für immer. Jesus sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah. Für uns, okay, Reich Gottes, muss man erstmal überlegen, was das ist. Damals, als er das sagte, wartete das Volk, indem er sprach, seit Jahrhunderten darauf, dass Gott durch den Messias, den Christus, dieses Reich aufbauen würde, dass er sich zeigen würde durch diesen Christus und die Machtverhältnisse sichtbar in die Hand nehmen würde. Es war ja damals so, dass die Römer das Land beherrschten, wie den größten Teil der damalig bekannten Welt, rund ums Mittelmeer bis nach England hinauf und so weiter. Das war die Supermacht, die absolute Supermacht. Und trotzdem hoffte dieses kleine Volk am Rande des Mittelmeeres, dass einer kommen würde und die Machtverhältnisse komplett umdrehen würde. Dass er die Römer vertreiben würde und Israel wieder Israel gehören würde. Sie waren das auserwählte Volk. Gott sagte, ich bin auf eurer Seite. Also, das würde ja wohl heißen, dass hier ein anderer Kaiser auf den Thron kommt. Oder nicht? Das waren die Erwartungen, als Jesus diesen Satz sprach und die dachten schon, boah, die hatten schon die Fahnen bereit und auf geht's nach Rom. Aber es kam anders als erwartet. Dieses Reich, diese neue Welt Gottes, wie er sie auch nannte, sollte nicht durch äußerliche Veränderungen der politischen Situation ihren Weg in die Welt finden, sondern durch eine Veränderung im Inneren der Menschen. Das ist die Dynamik des Evangeliums. Gott will die Menschen und die Welt von innen her erlösen, um sie von innen nach außen zu ihrem vollen und eigentlichen Potenzial erblühen zu lassen. Das ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist die Strahlkraft und Schönheit und Macht Gottes, die eines Tages die ganze Welt durchdringen und bedecken soll. Ohne dass es noch eine Gegenkraft geben würde. Ja, das ist das Ziel. Offenbarung 21 lest diese fantastischen Bilder von einer Welt, wo es nur noch darum geht, auf Gott zu schauen, begeistert zu sein von diesem Herrn und Hirten, der die Menschen herausgeholt hat aus ihrer Verlorenheit und sie zusammengeführt hat in die Einheit des Menschseins, in Frieden. Die Botschaft Jesu, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, beschreibt den Anfangspunkt der Entstehung dieses Reiches. Den Anfangspunkt seiner Ausbreitung, die von Mensch zu Mensch
über alle Grenzen hinweg geschehen sollte. Es ging also um nichts weniger als um die Veränderung der ganzen Welt in dem Moment, als er diesen Satz sagte. Es ging darum, den wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker, also eben die nicht in dem auserwählten Volk, diese paar Leute, die da zusammen waren, die nicht in diesem auserwählten Volk waren. Von ihnen aus sollte es in die ganze Welt hinausgehen. Und das Geheimnis, wie wir es in Kolosser 1 gehört haben, war eben, dass das nicht durch Kampf und Vernichtung geschehen sollte, sondern durch die Kraft der Liebe und der Wahrheit, die Mensch für Mensch verändern würde. Mensch für Mensch. Und damit sind wir bei uns. Denn als Christen sind wir beteiligt an diesem kosmischen Prozess. Kannst du dich damit verbinden? Das, was in deinem Herzen geschieht, hat etwas damit zu tun, was das Schicksal der Welt ist. Das Faszinierende dabei ist, dass das, was Gott mit der ganzen Welt vorhat, sich genauso im Kleinen in unserem Leben vollzieht, wenn wir Jesus kennenlernen. Und das wird interessant. Betrachten wir gleich mal die Phasen, mit denen sich das Reich Gottes ausbreitete zur Zeit Jesu, also wer wann was darüber wusste und wie darauf reagiert hat. Und schauen wir dann mal, ob wir uns in einer dieser Phasen wiedererkennen, das Geschehen in uns, in unserem Kennenlernen mit Jesus. Egal, ob wir schon lange Christ sind oder ob wir interessierte Beobachter des Glaubens sind, darauf kommt es gar nicht an. Es gilt sowieso für alle Menschen. Ich sehe vier Phasen der Ausbreitung dieses Reiches Gottes. Wie gesagt, sowohl geschichtlich damals, als auch persönlich heute hier in deinem Herzen. Wir gehen diese Phasen mal kurz durch und dann sprechen wir darüber, was das bedeutet. Phase 1, hören und sehen. Das war das Leben und Sterben Jesu. Man konnte Jesus sehen, ihn hören und das hat was mit den Menschen gemacht. Dann Phase 2, Hoffnung und Neubeginn. Dieser Jesus wurde am Kreuz ermordet und plötzlich lebte er wieder. Das war ein Neubeginn. Das hat Hoffnung gemacht. Dann Phase 3, Glauben und Leben. Dieser Jesus ging gen Himmel, Himmelfahrt und der Heilige Geist kam und dadurch konnte sich noch etwas ganz anderes entwickeln. Und Phase 4, feiern und dienen. Die Menschen waren begeistert von dem, was sie mit Jesus erlebt hatten und gaben es weiter an andere Menschen. Schauen wir uns diese Phasen mal an, Stück für Stück. Phase 1, hören und sehen. Mitten in dieser alten Welt, wie wir sie kennen, verkörperte Jesus eine neue Welt, sein Reich. Er lebte die Werte dieses Reiches. Liebe, Gnade, Wahrheit, Barmherzigkeit und so weiter. Wenn man ihm begegnete, denkt man, die Menschen waren fasziniert von ihm, angezogen, weil er so anders war, weil er so rein war, weil er so authentisch war, weil er so nah war. All die Dinge, nach denen sich eigentlich jeder Mensch sehnt, die wir aber eben aus eigener Kraft nur in begrenztem Maß leben können, auch wenn wir uns als gute Menschen sozusagen Mühe geben, gute Menschen zu sein. Spätestens bei der Feindesliebe merken wir, es fehlt noch ein ganzes Stück zu dem, wie Jesus war. Aus eigener Kraft können wir das nicht leben. Er konnte es. Warum konnte er das? Nun, Paulus schreibt über ihn im Kolosser 1,15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Jesus war und ist alles unterstellt. Er ist der Herr, der König, der Regierungschef. Wir sind in dieser Welt, in den Mechanismen dieser Welt gefangen. Das geht von der hässlichen Angewohnheit, eine Sünde, die wir nicht loswerden, bis zum Tod, dem wir alle erleiden. Wir sind da drin. Wir kommen da nicht aus eigener Kraft einfach raus. Und die Dinge geschehen. Und wir reagieren darauf und versuchen, damit klarzukommen. Aber er war von der Welt, in die er kam, nur so weit eingeschränkt, wie er das wollte. Er war nicht von dieser Welt. Das hat sich gezeigt dadurch, dass er allerlei Wunder tat, zum Beispiel. Er hatte Bakterien und Wundheilung unter Kontrolle.
Er konnte einfach sagen, diese Hand verkrüppelt, jetzt soll sie wieder heil sein. Das konnte er. Oder er hatte die molekulare Dichte des Wassers des Segenizeris unter seinen Füßen unter Kontrolle. Da, wo er seinen Fuß hinsetzte, war das Wasser dichter als sein Fuß. Hat er einfach mal so organisiert. Dann ging er nicht unter. Er stand über den Mechanismen dieser Welt. Er war nicht von dieser Welt. Er war und ist der Herr, die absolute Autorität. Aber trotz dieser Macht, die er hatte, war seine wichtigste Botschaft damals nicht, und jetzt zeige ich euch mal, wie es hier richtig läuft. Seine wichtigste Botschaft war nicht Gericht damals, sondern Umkehr und Versöhnung. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Die Menschen mussten sich nicht wegducken vor Jesus, sondern wurden von ihm umarmt und eingeladen. Von dem Herrn der Herren. Sein Leben war ansteckend, nicht einschüchternd. Er wollte retten aus Liebe und nicht richten. Das Christentum hat sich leider in vielen Zeiten anders präsentiert. Mit erhobenem Zeigefinger, mit Drohungen. Ich habe einige Freunde, die darum nichts mehr mit Christen und Jesus zu tun haben wollen. Das bricht mir das Herz. Wir müssen aufpassen, wie wir Jesus darstellen. Ja, er ist der Herr der Herren und er wird irgendwann da sitzen und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Aber jetzt ist die Zeit der Einladung. Jesus lebte und starb zur Versöhnung. Und so schreibt Paulus im Kolosserbrief weiter: Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Das ganze Universum. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Das Universum wollte er versöhnen. Das Universum? Ich dachte, es geht so um einzelne Menschen, Schritt für Schritt. Ja? Aber als die Sünde damals in die Welt kam, betraf das nicht nur einzelne Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung leidet darunter, dass alles aus den Fugen geraten ist damals. In dieser alten Geschichte, die wir von Adam und Eva lesen, als die Sünde in diese Welt kam und das Misstrauen Gott gegenüber. Und darum wollte und will Gott auch alles wiederherstellen und mit sich versöhnen. Die Botschaft Jesu war darum keine Erklärung, wie jeder von uns irgendwann in den Himmel kommt, sondern sie war und ist die Einladung, Bürger seiner neuen, versöhnten Welt, seines Reiches zu werden. Verstehen wir den Unterschied? Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwo rausgerettet werde und dann weg bin. Geschafft, gerade noch rechtzeitig. Sondern es geht darum, dass ich Teil von etwas Neuem werde, mitten in diesem Alten. Das war seine gute Nachricht. Das verkörperte Jesus. Darin war er so anders. Danach duftete er. Das hörte man von ihm und sah es in seinem Leben damals. Und wenn wir heute von Jesus hören und sein Leben sehen, dann trifft das den gleichen Nerv. Wir stehen vor der Frage, ob wir umkehren und mitmachen. Mitmachen bei dem, was er begonnen hat. Ist das deine Phase? Hören und sehen? Staunen über Jesus? Sich begeistern lassen? Phase 2. Hoffnung und Neubeginn. Dann mit der Auferstehung Jesu wurde diese Wiederherstellung das erste Mal sichtbare Realität. Der Tod war überwunden. Wie ging das denn jetzt? Grab auf? Hä? Wie kann denn jemand aus den Toten wieder her? Und dann mit einem Leib, der so anders war. Der war nicht nur wiederbelebt, er war auferstanden. Er war neu. Paulus schreibt, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Der auferstandene Jesus war tatsächlich der erste Bewohner
der erste Bewohner der neuen Welt, mitten in der alten. Der irdische Jesus war beeindruckend, aber er konnte durch die Grenzen des vergänglichen Körpers nicht die Herrlichkeit zeigen, die in ihm steckte. Erst als körperlich Auferstandener wurde seine Herrlichkeit fast ganz sichtbar. Denn die Sinne der Menschen funktionierten noch innerhalb der Grenzen der alten Welt. Da war noch keine Wahrnehmungsfähigkeit für diese Herrlichkeit. Und darum konnten Maria und die Emmaus-Jünger ihn auch nicht so gleich erkennen. Da war irgendwie, da fehlte die Brille für. Es war Jesus, aber er war so, Es ist, als wenn die Brille vergessen war. Und doch war es Jesus, der auferstanden, der neu geworden war. Er kam plötzlich von einer anderen Dimension. Der Auferstandene war neue Schöpfung. Er erstrahlte in der Qualität der neuen Welt, ohne die Vergänglichkeit der alten an sich zu tragen, als Erster. Das Reich Gottes zeigte seine erneuernde Kraft. Es funktioniert. Alles wird neu. Der Auferstandene war die Tür, durch die man sehen konnte, was uns erwartet. Ein neuer Körper, keine Vergänglichkeit mehr, dafür tiefer Frieden und Freude. Wer den Auferstandenen sah, sah den Neubeginn. Und das macht Hoffnung. Wie können wir heute diese Phase der Ausbreitung des Reiches Gottes erleben? Wir sind nicht mehr an der Seite dieses Auferstandenen. Wir erleben ihn anders durch den Geist Gottes. Wenn wir uns Jesus zuwenden und seine Versöhnung annehmen, die er am Kreuz für uns erwirkt hat, dann erleben wir dieses Neuwerden. Wenn wir unser Leben in seine gute Hand geben, dann werden auch wir von innen her erneuert. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5,17, dann steht da wörtlich, ist jemand in Christus, Doppelpunkt, neu. In unserer Übersetzung steht dann immer, dann ist jemand eine neue Kreatur oder so. Eigentlich steht da einfach, ist jemand in Christus, neu. Wow. Es ist der Beginn des neuen Lebens in Christus. Man könnte sagen, es ist die innere Auferstehung, noch ohne den neuen Körper. Jesus sagt zu Nikodemus, diesem neugierigen, wissbegierigen, sehnsuchtsvollen Pharisäer, der sich nur nachts zu Jesus traute, weil er so viele Fragen hatte und nicht alle sehen sollten, was er alles wissen wollte. Ich sage dir, sagt Jesus zu ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, Neuschöpfung, Neuanfang, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie zeigt sich diese Geburt, diese Erneuerung? Wenn du in dir merkst, dass du die Welt mit anderen Augen siehst, als wenn du plötzlich herausgerückt bist aus deiner bisherigen Sichtweise. Ich kann mich gut erinnern an den Moment, als ich mich bekehrt hatte, damals 22, aber innerhalb des Hauskreises, auch hier von der Gemeinde damals, meine ersten geistlichen Schritte waren auch hier. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ich verstehe das nicht. Es ist alles auf den Kopf gestellt. Alles, was ich bisher glaubte und dachte, das ist alles, als wenn es andersrum ist. Es war völlig verwirrend. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als du zum Glauben gekommen bist oder vielleicht bist du gerade selber in diesem Moment. Ja, genau das ist das Neuwerden. Wenn ich plötzlich merke, wie es um mich wirklich steht und um diese Welt. Als wenn eine Scheuklappe von meinen Augen genommen wäre und ich etwas sehe, was immer da war, aber noch nie wahrnehmbar für mich war. Wenn ich Schuld bekenne, weil ich sie unerträglich finde und sie bereinigt haben möchte endlich. Wenn ich Vergebung von Jesus annehme, weil ich so Sehnsucht nach Versöhnung habe. Aber vor allem, wenn ich die Wirklichkeit der neuen Welt erkenne und mein Leben auf sie ausrichte. Die Tür in die neue Welt ist geöffnet. Ich kehre um und atme neues Leben. Es ist die 180-Grad-Wende, von der Nike gerade gesprochen hat. An diesem Punkt kommt die Hoffnung ins Spiel. Wenn ich erlebe, dass ich neu anfangen kann,
dann begreife ich, dass auch diese ganze Welt, diese ganze alte Welt neu werden kann. Dann beginne ich, die Kraft der Auferstehung zu erleben. In dieser Phase 2 begreife ich, das Beste kommt ja noch. Es ist nicht so, dass mein Leben in eine Sackgasse immer schlechter und hoffentlich nächster Urlaub, vielleicht wird er besser. Sondern es ist eine Hoffnung, die aufwärts geht. Es ist die Phase von Hoffnung und Neubeginn. Phase 3, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Da. Nach dem einschneidenden Ereignis der Auferstehung Jesu folgte damals ein nicht minder einschneidendes Ereignis, das Kommen des Heiligen Geistes. Jesus hatte ihn schon in Fülle in sich, damals als Messias, und er kündigte ihn seinen Jüngern als den an, der ihnen weitergeben wird, was in ihm war. Was er euch verkünden wird, sagt er, empfängt er von mir. Auch das muss man sich mal klar machen. Da ist dieser unvorstellbar weise, authentische, liebevolle, wissende Jesus und der sagt, das, was in mir ist, wird an euch weitergegeben durch diesen Heiligen Geist. Wohin trägt der Heilige Geist die Botschaft Jesu? Hinein in die Herzen derer, die Jesus nachfolgen. Der Geist ist der Verkünder der kommenden neuen Welt Gottes und der Lehrer des Reiches Gottes. Ich weiß nicht, was für ein Bild du vom Heiligen Geist hast. Ich finde ihn immer schwierig einzuordnen. Was macht er eigentlich und wo ist er und wie wirkt er? Und dann gibt es Gaben. Und mir hat das geholfen, von dem Theologen N.T. Wright das so beschrieben zu bekommen, dass er der Verkünder der kommenden neuen Welt Gottes und der Lehrer des Reiches Gottes ist. Wir erinnern uns, erst verkörperte Jesus Gottes Reich, dann öffnete seine Auferstehung die Tür in diese erlebbare Wirklichkeit, wow, das kann auch mir gelten, das funktioniert ja, das ist nicht nur Reden und schön wäre es von Jesus, sondern er lebt das plötzlich, in ihm passiert das. Und nun in Phase 3 breitet sich seit Pfingsten sein Reich in Menschen aus, in dem Jesus und seine Botschaft in ihnen Gestalt gewinnt. Sein Duft in ihren Herzen. Davon erzählt die Apostelgeschichte. N.T. Wright hat es in diesem Satz zusammengefasst. Der Geist ist gegeben, um Gottes Zukunft in der Gegenwart Wirklichkeit werden zu lassen. Ist das nicht schön? Gottes Zukunft, wow, heiliges Jerusalem, neue Welt, alles. Ja. Der Geist Gottes ist gegeben, um Gottes Zukunft in der Wirklichkeit, in der Gegenwart Wirklichkeit werden zu lassen. Das Bewusstsein für die Wirklichkeit seines Reiches, dass es nicht nur so eine Theorie, so eine Utopie ist, ja? So nach dem Motto, oh, wenn die Welt so richtig gut funktionieren würde, dann wäre es so. Das Reich Gottes ist mehr als das. Das Bewusstsein für die Wirklichkeit seines Reiches zieht durch den Geist in mein Herz ein. Ich beginne zu leben, was ich hoffe. Wie funktioniert das? Indem die Lebensart Jesu mehr und mehr zu meiner Lebensart wird. Nicht von allein, aus mir, aus meiner Kraft, weil ich mir das vornehme, sondern weil ich dem Wirken Gottes, dem Wirken des Geistes in mir Raum gebe. Die Sehnsucht danach, das zu leben, was diese Welt ausmacht. Dass die neue Welt Gottes in mir Wirklichkeit wird, treibt mich, der Führung des Geistes zu folgen. Das ist was komplett anderes, als zu sagen, als Christ lebt man übrigens also. Ja, also 10 Gebote, ja, wir sind jetzt im Neuen Testament, aber trotzdem, und die 613 anderen Gebote, ja, also Gott hat die Gebote und so weiter, das ist ein eigenes Thema, mit Paulus muss man sich alles mal beschäftigen, aber es geht darum, dass Gott durch die Gebote ein Volk formen wollte, das zu sein, was Menschsein eigentlich ausmacht. Und dieses Menschsein, diese Vorstellung des Menschseins, wollte er von den steinernen Tafeln des Gesetzes in die Herzen der Menschen hineingießen, war die Botschaft der Propheten des Alten Testamentes. Und das passiert in diesem Moment. Die Idee Gottes für das Leben auf dieser Welt kommt durch den Geist Gottes in unser Herz. Und so schreibt Paulus,
Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Wow! Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum in euch entfalten. Das ist doch mal ein Spruch für den Spiegel morgens. Vom Zähneputzen, ja, die Botschaft von Christus, Reichtum in mir entfalten. Da ist man vorbereitet für den Tag. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. So lebt man in der neuen Welt Gottes, seinem Reich. Das ist nicht so was nach dem Motto, das muss aber, sondern das will ich aber. Es ist nichts, was man sich mühsam erarbeitet und kämpft, weil man sich als Christ qualifizieren will. So muss man ja gucken als Christ. Es ist eine Lebensart, die in mir entsteht, weil ich als Bürger der neuen Welt leben will. Ich bin Teil davon und jetzt möchte ich das darstellen. So kann der Geist Gottes wirken. Es ist kein Muss. Es ist ein Will. Weil ich hoffe und glaube, dass alles neu werden kann. Auch ich. Und so bete ich, Herr, hilf mir, barmherzig zu sein. Weil ich will, dass diese Welt barmherziger wird. Herr, hilf mir, heute ein Friedensstifter zu sein. Weil ich mich nach Frieden in dieser Welt sehne. Herr, hilf mir, meinem Ehepartner zu vergeben. Weil deine Schönheit zwischen uns sichtbar bleiben soll. Und so weiter. Ab dieser Phase glauben und leben wir, worauf wir hoffen. Und wir werden Phasen in gewisser Weise wiederholen, weil wir fallen und versagen werden. Es ist wie eine Spirale, an der man immer wieder an dem gleichen Punkt ankommt, und sich trotzdem weiterentwickelt. Und wir werden hören und wieder aufstehen und weiter hoffen, weil wir um alles in der Welt glauben, dass alles neu werden wird und heil werden kann und versöhnt werden soll, weil Gottes neue Welt kommt. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. Glaubt dieser guten Botschaft. Lebe, was du glaubst. Und damit sind wir in Phase 4 und im Abschluss feiern und dienen. Diese Phase hat Jesus damals seinen Jüngern überlassen. Er selbst war schon in den Himmel und es ging darum, dass Christus in uns die Herrlichkeit Gottes in alle Welt bringen sollte. Paulus schreibt, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Lasst uns bezeugen, was wir glauben, indem wir feiern, was uns erfüllt. Evangelisation nicht immer nur so als, heute müssen wir noch jemanden. Wenn du erfüllt bist von dem, was dich begeistert, dann wird es zur Sprache kommen. Und Gott wird es vorbereiten im anderen Menschen, weil du den anderen Menschen fragend machst. Dein Leben. Feiern, dass diese Welt nicht von Gott verlassen ist. Feiern, dass es Hoffnung und Neuanfang gibt, dass Gott Tränen, Leid, Schmerz und Schuld sieht und heilt, dass Gott Versöhnung schenken will. Diese Botschaft soll die Welt hören. Darum müssen wir feiern und sagen, warum? Gottesdienst feiern. Mitten im Alltag. Leben, was wir glauben. Und diese Botschaft soll die Welt spüren, indem wir ihr dienen. Wir wollen aller Welt Gutes tun, denn in dieser alten Welt ist zu viel Grässliches und Grausames, aber durch unsere Finger, durch unsere Umarmung, durch unser Kümmern, durch unser Lieben, durch unser Dienen können Menschen spüren, dass da wirklich etwas Neues kommt. Heute schon, mitten in dieser alten Welt.
Und so frage ich zum Schluss, was ist heute für dich dran? Was ist deine Phase heute Morgen? Ich schalte sie nochmal. In der Übersicht. Was ist deine Phase heute Morgen? Entdeckst du Jesus gerade wieder? Im Hören und Sehen und Staunen? Will er dich vielleicht mitnehmen in einen Neubeginn? In einem Konflikt, einer Beziehung, in deinem Glauben? Oder das erste Mal mit ihm in Kontakt zu kommen? Bist du herausgefordert, endlich zu leben, was du glaubst und Gottes Geist zu folgen? Oder schickt er dich in einen Dienst, um sich der Welt durch dich zu zeigen? Merken wir, wie sich durch diese Phasen die neue Welt Gottes, sein Reich in uns und durch uns ausbreitet? Es ist eine Dynamik, eine Dynamis, eine verändernde Kraft. Es ist das Evangelium. Es ist die gute Nachricht. Christsein ist nichts für Stubenhocker, sondern für Abenteurer. Menschen, die ihr Herz und diese Welt verändert sehen wollen, durch Gottes Kraft und Liebe. Und die findet man allein in Christus, der Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Er duftete nach der neuen Welt, seinem Reich. Er lebte es, er atmete es. Darum lasst uns Jesus aufnehmen, einatmen sozusagen. Lasst uns hören und sehen. Lasst uns hoffen und neu beginnen. Lasst uns glauben und leben. Lasst uns feiern und dienen. Lasst uns ihn ausatmen. Lasst uns aus unserem Herzen mit Worten und Taten duften nach Jesus und seine Hoffnung für diese Welt. Machen wir das? Das ist ein Plan. Gott segne uns dabei und sein Reich bleibt und kommt. Amen.